Pato. Ah, seht nur, da sind Pocoyo und Elli. Hallo, Pocoyo. Hallo, Elli. Hallo. Oje, wie es scheint, streiten sie sich gerade. Was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch Elli und Pocoyo sagen, was Baby Pieps und kleine Raupe da bringen? Geschenke! Sie bringen Geschenke! Ganz richtig, das sind Geschenke. Heute hat Pato Geburtstag. Oh nein, ihr habt es doch nicht etwa vergessen. Deine Schuld! Halt, halt, halt! Keiner ist schuld! Los, kommt! Wir wollen mit dem Geburtstagskind feiern. Alles Gute! Deine Freunde sind sicher nur so aufgeregt, weil heute dein Geburtstag ist, Pato. Aha, und sieh nur, Baby Pieps hat ein Geschenk für dich. Blumen. Ach, wie wunderschön. Und hier? Kleine Raupe hat auch ein Geschenk für dich. Es ist ein Stein. Wunderbar. Was für ein passendes Geschenk, kleine Raupe. Ja. Na, 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 na. Ihr zwei da. Hm? Schließlich hat kleine Raupe daran gedacht, Pato ein Geschenk mitzubringen. Was ist, Elli? Du hast auch etwas für Pato? Ah, verstehe. Du lädst Pato zu einem Picknick ein. Alles Gute. Sieh nur, Pato. Pocoyo hat für dich auch noch ein Geschenk. Oh nein, Patos neuer Ball ist geplatzt. Was soll das, Elli? Pocoyo, was machst du denn jetzt? Alles Gute! Pato? Was ist denn das? Ein Käfig? Alles Gute! Ach, Elli, was für ein Glück, dass du Pato aus dem Käfig befreit hast. Damit er endlich seinen Geburtstag feiern kann. Wo ist denn Pato? Pato ist ja total eingeschlossen. Oh je. Also das macht Pato sicher keinen Spaß. Pocoyo, nicht! Oh! Oh nein, jetzt hat Pato endgültig die Nase voll. Alles wegen eurem Gestreite. Deine Schuld. Elli, Pocoyo, also, die hören einfach nicht zu. Vielleicht hören die beiden endlich auf und vertragen sich wieder, wenn wir alle rufen, hört auf zu streiten. Ja? Fertig? Hört auf zu streiten. Pato ist gegangen, weil ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Warum wollt ihr euch nicht die Hand geben und euch wieder vertragen?
Ende. Na, das ist doch viel besser. Aber jetzt müsst ihr auch Pato zurückholen. Es ist doch sein Geburtstag. Pato, du willst doch nicht wirklich fortgehen, oder? Aber das ist ja schrecklich. Oh, Pato, geh doch bitte nicht. Was sollen wir denn ohne dich machen? Wie? Das ist gar kein Ich-fahr-jetzt-ganz-weit-weg-Bus. Nein, Pato, das ist ein Geburtstagsfeierbus. Pato! Ich denke, Pocoyo wünscht sich, dass alle alles Gute zu Pato sagen. Na los! Alles Gute! Alles Gute, Pato! Wie gut, dass es Geburtstage gibt. Macht's gut und bis bald! Hallo, Pocoyo. Na, was machst du da? Oh, natürlich. Wir warten. Ui! Ah, du hast eine Karte gemalt. Und noch dazu so eine wunderschöne. Weiß vielleicht einer von euch, was Pocoyo da gemalt hat? Einen Wal! Ist diese Karte etwa für den Wal? Moment, hat der nicht heute Geburtstag? Und feiert der Wal eine Geburtstagsparty? Ellie, wird das ein Geburtstagsgeschenk für den Wal? Ein Luftballon? Aber wie kann man den als Geschenk verpacken? Guck
Gut gemacht, Pocoyo. Würde mich sehr wundern, wenn der Wal errät, was das für ein Geschenk ist. Pato! Jetzt sind wir aber gespannt, was Pato für den Wal gemacht hat. Was für ein herrlicher Wal-Geburtstagskuchen, Pato. Ha? Der Wal wird begeistert sein. Zum Wal! Oje, das hörte sich ja so an, als ob der Luftballon geplatzt wäre. Oh nein. Naja, wenigstens haben wir noch die Karte und den Wahlgeburtstagskuchen. Hey, seht nur, was für ein niedlicher Fisch. Pato, ich glaube, du hast etwas verloren. Deinen Kuchen. Irgendetwas sagt mir, dass der niedliche Fisch ihn verschluckt hat. Aber ihr habt doch wenigstens noch Pocoyos wunderschöne Karte. Ja, da ist ja der Wal. Das war vielleicht eine weite Reise, Wal. Und jeder hat für dich ein nettes Geschenk gemacht. Ellie hatte einen schönen blauen Luftballon, aber unglücklicherweise ist er unterwegs geplatzt. Und Pato hat für dich einen herrlichen Wal-Geburtstagskuchen gebacken. Aber bedauerlicherweise hat ihn ein kleiner Fisch verschluckt. Zum Glück haben wir noch ein Geschenk für dich. Pocoyo hat eine wunderschöne Geburtstagskarte gemalt. Oh nein. Das Wasser hat die schöne Karte verdorben, die Pocoyo gemalt hat. Oh je. Kein Luftballon, kein Kuchen und keine Karte. Seht, der Wal ist ganz fröhlich, auch wenn ihr keinen Luftballon, keinen Kuchen und keine Karte mehr habt. Kann vielleicht einer von euch unseren drei Freunden Ellie, Pato und Pocoyo sagen, was oder besser, wen sie zu Wals Geburtstag mitgebracht haben? Sie haben sich selbst mitgebracht. Ja, Pocoyo, Pato und Ellie sind hier. Das ist doch das schönste Geschenk, das es gibt. Freunde, Glückwunsch, Wal. Das war großartig, ihr Freunde. Macht's gut. Bis bald. Macht's gut.
I just can't wait, there's our pal, our good friend Pocoyo, bringing paper and crayons to draw our pictures on. Today is Ellie's birthday, let's make her smile, give her some presents and play a while. And here he is, our good friend Pato. He's bringing food and drinks and a big time stereo. Pocoyo. Hallo! Oh, sieh mal, Pocoyo. Da hat ja heute jemand Geburtstag. Weißt du, wer heute Geburtstag hat, Pocoyo? So? Ah, verstehe. Du möchtest, dass wir das allein herausbekommen. Ein Rätsel. Also... Kann vielleicht einer von euch erraten, wer heute Geburtstag hat? Ellie! Ellie hat heute Geburtstag. Ja, ganz richtig. Heute ist Ellies Geburtstag. Und nachher wird sogar richtig doll gefeiert. Ist das aufregend? Aber Pocoyo, Pocoyo, hast du schon ein Geburtstagsgeschenk für Ellie? Nein. Nun, was wirst du denn für ein Geschenk besorgen? Ah, verstehe. Du willst also ein Geschenk für Ellie machen. Was für eine schöne Idee. Aber, Pocoyo, was willst du denn machen? Weißt du das schon? Ja? Ah, verstehe. Das ist noch ein Rätsel für uns. Wir müssen es selbst herausbekommen. Na, das wird ein Spaß. Also los, Pocoyo.
Das Geburtstagsfest fängt gleich an. Du solltest dich ein bisschen beeilen. Pocoyo! Was machst du denn hier, Pocoyo? Ah, verstehe. Aus diesen einzelnen Teilen willst du das Geschenk für Ellie zusammenbauen. Eine gute Idee. Aber jetzt frage ich mich doch, was soll das werden? Ja, das ist ein guter Anfang. Ein toller rosaroter Ball. Sehr schön, Pocoyo. Aber was soll das sein? Ach so, alles klar, du bist noch nicht ganz fertig. Ach, ich bin gespannt, was das wohl wird. Es ist so aufregend. Das gehört alles zu dem Geschenk, Pocoyo. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das für ein Geschenk wird. Können wir jetzt raten? Nun denn, sehen wir uns das mal an. Es ist groß, es ist rosarot und es ist ein Geschenk für Ellie. Also muss es etwas sein, was Ellie wirklich mag. Aha, eine Ellie für Ellie. Aber, also, seht ihr vielleicht, was da noch fehlt? Pocoyo, welches Teil fehlt noch, damit es eine richtige Ellie wird, hm? Kann vielleicht einer von euch sagen, was da noch an der Ellie fehlt? Ellies Rüssel! Ja, genau das ist es. Gut gemacht. Ellie braucht doch einen Rüssel. Nun mach ihn schon dran, Pocoyo. Weißt du, wo er hingehört? Pocoyo, meinst du wirklich, dass das der richtige Ort für Ellies Rüssel ist? Du spielst ja nur herum, stimmt's, Pocoyo? Das macht aber auch Spaß. Oh, das sieht lustig aus, Pocoyo. Wo gehört denn Ellies Rüssel nun wirklich hin? Perfekt! Na, ist das nicht fabelhaft? Pocoyo hat eine wunderschöne Ellie für Ellie gebaut. Jetzt wird es aber Zeit für das Geburtstagsfest. Los geht's! Wir müssen uns beeilen. Alles Gute, Ellie! Ja, also das hat Pocoyo ganz allein gemacht. Ellie, nein, danke, nicht uns. Ellie, wir haben nur zugeschaut. Alles Gute, Ellie. Kommt, lasst uns alle gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag, Ellie. Macht's gut. Bis bald.
Was ist denn das? Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da hat? Ein Geschenk, ein Geschenk. Ein Geschenk? Das ist ja aufregend. Ich möchte zu gern wissen, was da drin ist. Ihr auch? Ich sagte, ich möchte wissen, was da drin ist, Pocoyo. Pocoyo, ich glaube, Ellie möchte dir etwas sagen. Kann vielleicht einer von euch erraten, was Ellie sagen möchte? Aufmachen! Das Geschenk aufmachen! Mach es auf! Nein! Nein? Aber willst du denn gar nicht wissen, was drin ist? Das könnte alles Mögliche sein. Ja, ein hübscher Stuhl, ganz bestimmt. Ein eleganter Hut oder ein Hüpfstab. Oder sogar ein Flugzeug. Willst du es nicht aufmachen? Nein, wirklich nicht. Oh, ich bin ja schon so gespannt, was da drin ist. Oh, ist das enttäuschend. Das macht einen ja ganz fertig. Es sieht ganz danach aus, als hätte Ellie einen Plan, verstehe. Du willst mit dem Zug fahren und versuchen, dir Pocoyos Geschenk zu schnappen. Oh, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, Ellie. Nein, wirklich, ich glaube, du solltest... Oh je. Ellie, ich glaube nicht, dass Pato das machen möchte. Er... was ist das? Oh je, so spät. Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Badezeit. Und du hast dein Geschenk immer noch nicht aufgemacht, Pocoyo? Ellie? Es scheint so, als ob Pocoyo auf dieses Geschenk ganz besonders aufpasst. Morgen, Pocoyo. Hast du gut geschlafen? Nach so einer erholsamen Nacht willst du bestimmt wissen, was in dem Paket ist. Nein, aber es dauert jetzt schon einen ganzen Tag, Pocoyo. Ich halte es nicht mehr aus. Diese Spannung ist nicht zu ertragen. Bitte. Ellie, was machst du denn hier? Du hast schon wieder einen Plan. Ein Seil? Eine Ente? Und ein Baum? Ellie, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben.
Ich glaube nicht, dass Pato in der Lage ist... Oh je! Pocoyo, was machst du da? Du gibst das Geschenk Ellie? Alles Gute! Ha, verstehe. Das Geschenk ist gar nicht für dich. Es ist von dir für Ellie zum Geburtstag. Und deshalb hast du es auch nicht aufgemacht. Haha! Gut gemacht, Pocoyo. Und alles Gute, Ellie. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Ein Radio? Und ein paar Luftballons. Was hat Pocoyo denn damit vor? Ein Fest? Grandios! Aber, Pocoyo, für wen ist denn das Fest? Pocoyo! Ein Fest für dich selbst? Kommt, wir wollen raten, wen Pocoyo eingeladen hat. Seine Freunde! Ja, natürlich, seine Freunde! One, two, three. Ja! Seht euch nur diesen Pato an! Was ist bloß, Pocoyo? Warum hast du die Musik ausgemacht? Spielen. Los! Nun, das klingt doch gut. Ein flottes Wer fängt den Ballspiel? Ach so, es ist das alte Gib den Ball deinem Nachbarn Spiel. Natürlich, man muss den Ball weitergeben und nicht werfen. Nochmal! Nun, ich denke mal, es ist ja dein Fest, hm, Pocoyo? Ja, jetzt wird's endlich lustig. Los, Pato!
Jojo, jetzt ging der Spaß doch erst richtig los. Neues Spiel. Ja! Na gut, Pocoyo möchte, dass jetzt alle auf einem Bein hüpfen. Wollen wir es auch mal probieren? Und alle zusammen hüpfen! Nur auf einem Bein. Pocoyo? Also das sieht doch nach Spaß aus. Los, wir klatschen alle zur Musik mit. Alle mitmachen. Stopp! Aber Pocoyo, was ist denn nun schon wieder los? Warum hast du die Musik ausgemacht? Gerade hatten alle solchen Spaß. Pocoyo nicht. Aha, verstehe. Ist es vielleicht, weil deine Freunde nicht das gemacht haben, was du wolltest? Aber Pocoyo, es soll doch jeder seinen Spaß haben. Dazu ist so ein Fest doch da. Und so ganz ohne Freunde? Was soll das für ein Fest sein? Was meint ihr? Soll Pocoyo seine Freunde zurückholen? Entschuldigung. Stopp! Oh, nicht schon wieder, Pocoyo. Ah, das war nur ein Scherz. Prima, Pocoyo. Zusammen macht es am meisten Spaß. Macht's gut. Bis bald. Verzeihung, aber hat vielleicht jemand von euch Pocoyo gesehen? Entschuldigung, hat zufällig jemand Pocoyo gesehen? In Ordnung, aber warum müssen wir denn flüstern, wenn ich fragen darf? Wir stören doch keinen. Da ist ja Pocoyo. Und alles ist geschmückt. Wollt ihr Pocoyo schmücken? Ein Kuchen? Was soll das nur bedeuten? Pocoyos Freunde haben etwas vor. Mit Pocoyo, einem Kuchen, einem Hütchen, mit Ballons und Tanzen. Kann vielleicht einer von euch erraten, was Pocoyos Freunde vorhaben? Ein Fest! Ein Fest? Aber er hat doch heute gar nicht Geburtstag, oder? Warum wollt ihr aber dann ein Fest für Pocoyo machen? Ah, verstehe, um ihm zu zeigen, was für ein besonders guter Freund er ist. Das muss ich ihm sofort erzählen! Was denn? Was ist denn nun schon wieder? Ah, ich soll Pocoyo nichts davon erzählen. Nein? Moment. Jetzt habe ich's.
Das soll eine Überraschung werden. Da kommt Pocoyo. Keine Angst, ihr verschwindet schnell und bereitet alles vor, während wir hier Pocoyo ablenken. Tja. Hallo, Pocoyo. Hallo. Suchst du irgendetwas? Was suchst du denn? Freunde. Du suchst deine Freunde. Also, ich habe sie gewiss nicht gesehen. Niemanden, nicht einen. Freunde? Wenn deine Freunde nicht hier sind, Pocoyo, dann könnten wir doch... Pocoyo? Pocoyo sucht seine Freunde. Da sollten wir lieber schnell losgehen und sie warnen. Ach, seht mal. Patto und Schlummerpieps backen einen Kuchen. Sie haben Milch und Eier und... Ei. Patto, Schlummerpieps. Pocoyo kommt. Ja, sieh dir das mal an. Eier und Milch und eine Schüssel. Was will Pato denn damit tun? Wahrscheinlich nichts. Gar nichts. Nein. Freunde! Siehst du? Keiner hier. Nicht einer. Also kein Grund, hier weiter herumzusuchen. Ich sag dir was. Wir machen jetzt einen schönen, langen Spaziergang und... Elli? Oje. Oh, das war knapp. Die Luft ist rein. Pato, ich glaube, er ist weg. Oh nein, Pato, pass auf! Was machst du denn schon wieder hier, Pocoyo? Wolltest du nicht zu Elli gehen? Elli! Das war aber wirklich knapp. Jetzt kommt schnell. Wir müssen Elli warnen, bevor Pocoyo sie findet. Ah, schön. Elli und Lula schmücken alles für das große Überraschungsfest. Wir haben es gerade noch geschafft. Elli, schnell, Pocoyo kommt. Nein, Pocoyo. Hier ist weit und breit kein Elefant. Ist hier nicht. Überhaupt nicht. Er ist weg. Ich kann es gar nicht erwarten, unseren kleinen Freund Pocoyo zu überraschen. Freunde! Oh nein, was ist denn jetzt los? Sei doch nicht traurig, Pocoyo. Hey, ihr da. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wo seine Freunde sind? Hinter dir! Es gibt doch nichts Schöneres, als einen Freund mit einem Fest zu überraschen. Einfach nur so. Nur weil man ihn mag. Toll, Pocoyo. Gut gemacht, Freunde. Es lebe die Überraschung. Einfach nur so. Macht's gut. Bis bald. Disco Flow Fieber. Hallo, Pocoyo. Hallo, Nina. Hey.
Oh, 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 Entschuldigung. Hallo, Lula. Nein, Pocoyo, Lula tanzt nicht. Sie kratzt sich. Aber warum? Ah, Nina, weißt du, was das Problem ist? Du hast Flöhe. Deshalb kratzt du dich. Was könnten wir dagegen tun? Feiern eine Party. Und wenn sie tanzen, juckt es Lula. Und dann muss sie sich kratzen. Roberto, was ist das? Was hat die Asi? Das ist es. Ihr habt es geschafft, dass die Flöhe Lula eine Massage geben, anstatt sie zu jucken.
Leute. Jeder kriegt eine Massage. Und die Flöhe können so viel tanzen, wie sie nur mögen. Tanzkampf 2. Hallo, Mädchen. Was macht ihr da? Nina, kommt schon. Es muss doch einen Tanzschritt geben, den ihr beide mögt. Wow, das nenne ich tanzen. Lasst mal sehen, wer sonst noch eure coolen Schritte sehen will. Thank you.
mal, Moment mal. Roberto? Ihr seid alle großartige Tänzer. Tschüss. Ein Tusch für Pocoyo. Ah, seht nur, das Ballorchester. Ihre Musik liebe ich ganz besonders. Hallo, Pocoyo. Hallo. Du willst sicher auch die herrliche Musik des Ballorchesters hören, hä? Oh, entschuldige, Pocoyo. Ich glaube, Pocoyo will zuhören. Da bin ich lieber still. Ah, schaut, da kommt Pato. Psst. Oh, ich wollte nur sagen, schaut, da kommt Pato. Ich glaube, da kommt schon wieder jemand. Wer kann das nur sein, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch sagen, wer da kommt? Ellie! Ellie! Ja, es ist Ellie. Hallo, Ellie. Psst. Oh, ich war schon wieder zu laut. Entschuldigung. Musik? Das Orchester hat aufgehört zu spielen, Pocoyo. Ha, wie schade. Die Musik war so schön. Nicht wahr? Mehr! Ich glaube nicht, dass das Orchester so schnell wiederkommt. Ja, ich weiß. Ich verstehe euch ja, aber weißt du vielleicht, wie man selbst Musik machen kann, Pocoyo? Oh, ich glaube, Pocoyo hat eine Idee. Ha, seht nur, Pocoyo hat Musikinstrumente gebracht. Becken. Eine Pauke und eine Trompete. Genauso wie das Ballorchester. Eine großartige Idee. Jetzt könnt ihr eure eigene Musik spielen. Musik! Das klingt aber nicht so gut, Pocoyo. Schaut mal, wen haben wir denn da? Schlummerpieps, jetzt habt ihr sie geweckt. Wahrscheinlich ist Schlummerpieps von dem schrecklichen Krach geweckt worden. Ich meine natürlich von eurer schrecklich schönen Musik. Ja. Entschuldige, Schlummerpieps.
Irgendwie hat es nicht ganz so gut wie das Ballorchester geklungen. Man braucht viel Übung, um so ein Instrument richtig spielen zu können, Pocoyo. Keine Musik? Weißt du was? Man braucht gar keine Musikinstrumente, um Musik zu machen, Pocoyo. Musik ist eigentlich überall, hier, um dich herum. Hör nur! Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Hört ihr etwas, das nach Musik klingt? Das ist Schlummerpieps. Schlummerpieps. Ja, Pato, jetzt hast du es. Richtig, Elli. Weiter so. Siehst du, Pocoyo? Genau so geht's. Schaut mal, das Ballorchester will mit dir und deinen Freunden Musik machen, Pocoyo. Seht ihr? So einfach kann man Musik machen. Los, spielt einfach mit. Pocoyo, das hast du gut gemacht. Macht's gut, bis bald.